Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Ignoriert, dass es so lange geladen hat. Wir spielen ab heute Pokémon Tekken, das originale Game auf der Wii U. Ich habe literally keine Ahnung von diesem Spiel. Ich habe nicht eine Stunde habe ich es gespielt. Ich glaube, 3 oder 4 Kämpfe. Ich habe wirklich keinen Plan, was abgeht. Irgendwie die Kampagne nie durchgespielt. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich habe mal Bock, das zu machen. Die Switch-Version haben wir halt nicht und wollte ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht kaufen. Dafür auch, wenn ich mich richtig entsinne, gibt es da 1 oder 2 Charaktere, die mir lieber wären als die in dieser Version. Ich glaube, in der Switch-Version gibt es Darkrai. Bin mir aber nicht sicher. Aber ich muss sagen, für Wii U-Verhältnisse sieht das schon auch geil aus. Besser als manche Switch-Games. Ja, wir gucken uns mal diese Intro-Sequenz noch an. Pokémon Tekken, für die, die es nicht wissen, ist ein Pokémon-Fighting-Game. Ist ein Pokémon-Fighting-Game. Es ist eine Mischung zwischen 2 und 3, die man kann wechseln zwischen den verschiedenen Perspektiven. Und das macht es eben recht interessant. Wirklich eine Ahnung, wie man am besten spielt, habe ich jetzt nicht. Aber, es gibt Mega-Entwicklung. Oder irgendeinen Rage-Modus. Irgendwas Komisches. Ah ja, und Shadow Mewtwo. Irgendwie glaube ich, diese Sequenz sehen wir gleich nochmal, aber ja, es gibt ein mega Shadow Mewtwo-Teil. Das es auch in keinem anderen Game mehr gibt. Ich denke, dieses Intro hat schon gezeigt, was das hier für ein Game ist. Und ab geht's. Ich hoffe, es hat alles geklappt, dass ich die Speicherdaten meiner 2-3 Kämpfe gelöscht habe. Hi, ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich bin Nia. Ich bin eine der Kampftrainerinnen in Ferum. Und das ist mein Partner Snibuna. Hast du schon mal so ein süßes Pokémon gesehen? Ja, oft. Oh, es ist eingeschlafen, aber lass es einfach weiter schlafen. Du musst der Neuzugang sein, von dem ich gehört habe. Ich erzähle dir gern all das, was ich weiß. Aber eins nach dem anderen. Erstmal herzlich willkommen bei den Ferum-Kämpfen. Hier in Ferum musst du ein Herz und eine Seele mit deinem Partner Pokémon sein. Denn dich erwarten heftige Duelle. Wenn du dich als Trainer registrierst, bekommst du ein sogenanntes Kampfvisier. Darin ist ein Resonanzstein eingebaut, durch den du während des Kampfes eins mit deinem Pokémon werden kannst. Aber die Details heben wir uns für später auf. Jetzt wartet erst einmal eine neue Welt auf dich. Ich freue mich drauf zu sehen, was für ein Trainer du wirst. Ich helfe dir so gut ich kann. Experimentiere rum und genieße die Kämpfe. Dann registrieren wir dich mal. Das muss ich auf dem Gamepad machen, also. Das seht ihr dann halt nicht. Ich hoffe, es ist nicht zu viel, was man nur auf dem Gamepad machen kann. Den wollte ich nicht. Ich wollte das. Warum steht da blond? Das sind blaue Augen. Hä? Das hat nichts mit der Haarfarbe zu tun. Das ist die Augenfarbe und ist blau. WTF? Blond. Und das ist die Pokémon-Auswahl, die man in dieser Version des Games hat. Boah, ich weiß halt gar nicht, wie die spielen. Wir haben hier Technik, Tempo, Standard, Kraft, Kraft, Kraft. Technik, Tempo, Kraft, Standard. Ich weiß, Skelabra ist in dem Game irgendwie busted. Allerdings weiß ich nicht, ob ich das nehmen will. Ich
habe irgendwie, ich schwank gerade so zwischen Knackrack und Gewaldro, muss ich sagen. Ich habe irgendwie Bock auf Gewaldro. Das werde ich nicht mehr ändern können. Das finde ich ein bisschen kacke, dass man die nicht ausprobieren kann. Aber ich nehme Gewaldro. So. Also, wir sind gerade in der Ferrum-Region. Eine große Insel im Ozean. Die beliebteste Sportart hier ist der Ferrum-Kampf. Die Arten des Kampfes sind von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Hier mal die Kurzfassung. Wir beginnen unseren Rundgang in der alten Stadt in Ferrum. Sie wird auch deine Stadt genannt. Das ist nicht sehr kommunistisch, aber hier kannst du Kampfdaten einsehen und Einstellungen ändern. Jedes Mal, wenn wir zu einem neuen Ort gehen, erzähle ich dir mehr. Mach dir also keine Sorgen. Als nächstes kommt das Ferrum-Stadium. Hier findet die Ferrum-Liga statt. Es ist ein Einzelspielermodus, in dem du dich in einer offiziellen Liga hochkämpfst. Ja, und das, was wir in diesem Let's Play machen werden, somit die Kampagne. Danach kommt dann wohl Telluria. Hier kannst du entspannt gegen einen CPU antreten. Wenn du mit einem Freund zusammenspielen möchtest, besuche die Insel Selene. Dort könnt ihr mit Gamepad und einem zusätzlichen Controller zusammenspielen. Und dann gibt's noch Neo City, wo du online gegen Spieler auf der ganzen Welt antreten kannst. Oh, einen wichtigen Ort habe ich vergessen. In Techno City kannst du eine Menge Sachen über den Kampf lernen und nebenbei noch trainieren. Wenn wir da sind, zeige ich dir alles. Er ist ja doch etwas länger geworden, aber ich glaube, nun haben wir alles Wesentliche. Du kannst anfangen, wo du möchtest, aber am besten trainierst du zuerst ein wenig in Techno City, um die Grundlagen der Ferrum-Kämpfe zu lernen. Ja, habe ich vor, weil, wie gesagt, ich hab so keine Ahnung von dem Game. Hier kannst du dich über Ferrum-Kämpfe informieren und nach Lust und Laune trainieren. Beim Training bringe ich dir Kampfgrundlagen bei. Im freien Training kannst du mit verschiedenen Einstellungen selbst trainieren. Wenn du Anhänger bist, empfehle ich das Training mit mir. Übrigens, im Pausenmenü findest du die Manöverliste deines Pokémon. Die ist ziemlich praktisch, also nutz sie ruhig. Ja, dann machen wir mal einige Kampfgrundlagen. Ach so, ich kann hier noch zwischendurch wechseln. Ich habe gerade auch unten in der Ecke schon gesehen. Vielleicht kann ich meinen Partner doch wechseln. Wenn, dann kümmern wir uns da ein andermal drum. Fürs Erste nehmen wir Gewaldro. Ja, ist halt ein bisschen sad, dass es in der Version nicht Darkrai gibt, weil ihr wisst, ich liebe Darkrai. In diesem Kurs bringe ich dir die Grundlagen des Kämpfens bei. Also gut, womit fangen wir an? Ja, okay. Aha, das sind Angriffe. Das sind irgendwelche Specials. Das sind Jumps. Double Jump hat man nicht. Okay, weiter im Text. Schussangriffe, aha. Kommen wir zum Angreifen. Durch Drücken von Y führst du einen Distanzangriff aus. Nennen wir ihn einfach mal einen Schussangriff. Auf Deutsch Projektile. Ein Verfolgerangriff. Versuche es als nächstes wiederholen mit dieser Taste. Damit verfolgst du deinen Gegner. Auf Deutsch, Jab so ungefähr. Die klassische Autocomb. Was zum Fick ist mit dem Pokémon da hinten links los gewesen? Was sind Phasen? Jetzt kommt das am Spiel, was wirklich besonders ist. Kämpfe sind in zwei Phasen eingeteilt, eine Feldphase und eine Duellphase. Ein Kampf beginnt stets mit der Feldphase, in der befinden wir uns gerade. Und das ist die Duellphase. Da wird's dann 2D. In welcher Phase du dich gerade befindest, siehst du hier. Wow, das sehe ich auch, wenn ich nicht blind bin. Wie man die Phasen wechseln kann, fragst du? Ganz einfach, Phasenwechsel leitest du über bestimmte Angriffe an. Das schauen wir uns am besten einfach an. Oh Gott, es gibt noch so Special wie oben und Y. Ich weiß, ich zock Smash und andere Fighting Games. Sehr gut, die Phase hat gewechselt.
Bewegen tust du dich, denk ich mal, genauso. In Dual Phase, here's what but you'll the way you move around. Let's practice. By pressing forward twice on the plus control pad, you can perform a forward dash step. By pressing back twice on the plus control pad, you can perform a backward dash step. You can jump using the B button. In Dual Phase, the action is highly varied. Ja, in der Duellphase kann man einfach nicht so hart campen. Und anscheinend haben wir keine Dings, Projektile hier. Bestimmte Attacken leiten bei Erfolg einen Wechsel von der Duellphase zur Feldphase ein. What the fuck? Oh, na, es gibt Grabs. Oh Gott, ich glaube, ich werde überfordert sein. Einem cleveren Trainer wie dir ist das vermutlich schon klar, aber Kämpfe laufen im ständigen Wechsel der Phasen ab. Außerdem, wenn du einen Phasenwechsel herbeiführst, hat das einen entscheidenden Vorteil. So wird nämlich dein Resonanzmeter aufgeladen. Yep. Wie das Resonanzmeter genau funktioniert, erkläre ich dir gleich noch. Blocken. Komm bitte die Smash-Shield-Taste, damit es mich nicht zu sehr überfordert. Geht auch ZR. Geht bitte auch ZR. ZR geht nicht, ich hasse es. Ah, man kann damit auch... Oh nein. Warum kann man in diesem Spiel R campen? Merkt ihr das? Wenn es brenzlig wird, einfach R drücken. Jetzt Resonanzlimit. Jetzt schau mal hier hin. Das ist dein Resonanzmeter. Das Resonanzmeter füllt sich, wenn du Schaden auszahlst oder einsteckst. Drück mal L und R. Ja, jetzt bin ich overpowered. Das Pokémon hat ein Limit ausgelöst. Fucking Cloud Strife, Bitch! Während des Resonanzlimits ist dein Pokémon broken. Während deines Resonanzlimits kannst du einmalig einen Limitschlag ausführen. Versuch dich einmal in einem Limitschlag. Das ist so fucking Cloud. Willst du auf die Fresse? Ja, gut. Beim Treffer richtest du mächtig viel Schaden an. Wenn sich die Chance ergibt, solltest du sie also nutzen. Oh Gott, ich werde überfordert. Ich werde so überfordert. Oh. Na dann, machen wir weiter. Ah, jetzt werden Helfer-Pokémon erklärt. In diesem Kurs bringe ich dir wichtiges Kampfwissen und Techniken bei, die du sofort anwenden kannst. Mit dieser Tastenkombination führst du einen Distanzangriff nach vorne aus. Aha. Das hatten wir ja eigentlich gerade schon, der Move. Relativ starkes Projektil. Ja, springen und dann Y oder X. Aha, interesting. Hadouken. Ah nee, war der falsch. Die Poke-Kombo. Wenn du in der Duellphase deinen Gegner mit Y triffst, spam den scheiß Button. Gaming. Wow. Wow. Advanced. Solange du dich mit dem Kämpfen vertraut machst, achte darauf, viele Poke-Kombos auszuführen.
Jetzt wird's interesting. Den Angriff eines Gegners blitzschnell in einen eigenen Angriff umzuwandeln, nennt man Konter. Wenn das Timing stimmt, kannst du damit die Kraft des Gegners gegen ihn wenden. X und A. Sie können in beiden Phasen genutzt werden. Also hat jeder einen Counter in diesem Game. Okay, ich versuch's. Ich bin nur scheiße bei sowas. Ich drück doch! Bitch! Was willst du? Jetzt kommt der Grab. Das war doch A und B, wenn ich es richtig gesehen habe. Greifangriffe sind gut gegen Gegner, die permanent blocken. Ja, wie in Smash. Außerdem lassen sich Greifangriffe nicht kontern, ja. Macht irgendwo Sinn. Dafür werden sie von Standard-Moves geschlagen. Macht auch Sinn. Halt wirklich ziemlich Smash-like. Y und B ist es. Moin. Jetzt kriegst du auf die Fresse. Nice. Die drei Angriffsprinzipien. Ja, okay. Konter schlägt Angriff. Grab schlägt Konter und Angriff schlägt Grab. Das haben wir ja alles gehört schon. Dies sind die drei Angriffsprinzipien. Ja. Jetzt kommen die Helfer. Dies ist die Helferleiste. Die Helferleiste lädt sich mit der Zeit automatisch auf. Ist die Helferleiste voll aufgeladen, kannst du mit L ein Helfer-Pokémon rufen. Es wird dir mit seinen Fähigkeiten im Kampf beistehen. Ja, davon gibt's viele verschiedene mit verschiedenen Techniken. Sowohl offensive als auch defensive oder allgemein passive Techniken. In der Kampfvorbereitung vor jeder Runde kannst du dein Helfer-Pokémon bestimmen. Du hast dabei die Wahl zwischen den beiden Helfer-Pokémon aus deinem aktiven Team. Ja, es gibt so ein paar Teams einfach. Ob dein Helfer-Pokémon passend zu deinem Stil oder dem deines Gegners wählst, liegt ganz bei dir. Es gibt verschiedene Arten von denen. Unter den Helfer-Pokémon gibt es Angreifer, Saboteure und Verstärker. Oh, Eevee. Das sind lauter coole Pokémon. Angreifer sind nützlich, wenn du einem Gegner Schaden zufügen oder ihn zurückstoßen möchtest. Saboteure sind geeignet, um die Bewegung deines Gegners zu stören. Manchmal schlagen sie auch Angriffe zurück. Verstärker machen dein Pokémon stärker oder heilen es. Wähle den Helfer, der am besten zu deinem Stil passt. Stat Changes. Manchmal hat ein Pokémon Statusveränderung, zum Beispiel von Helfer-Pokémon. Dabei gibt es positive und negative. Fangen wir mit positiv an. Das verschafft dir einen Vorteil. Krass. Evoli verleiht dir zum Beispiel einen positiven Status, der deinen Angriff kurz erhöht. Die Helfer-Pokémon haben unterschiedliche Hilfseffekte, doch jeder positive Status ist dir grundsätzlich von Nutzen. Anders ist das halt bei Negativen, das benachteiligt dich für kurze Zeit. Die Attacke von dem Molga zum Beispiel verringert kurzzeitig dein Tempo. Und macht Damage, aha. Setze Statusweise ein und verschaffe dir einen Vorteil im Kampf. Motivieren. In den Pausen zwischen den Runden helfe ich dir mit Motivierfähigkeiten. Ja, da gibt's dann, je nachdem wie die vorige Runde gelaufen ist, fülle ich zum Beispiel deine Helferleiste oder einen Resonanzmeter. Es gibt verschiedene Motivationsfertigkeiten. Einige wirken ab der ersten Runde, andere auf ganz andere Weise. Wenn du eine neue erhältst, probier sie einfach aus. Es geht nochmal über die Energie. In der Feldphase taucht mitunter Energie im Kampfring auf. Yes.
Wenn du sie aufsammelst, füllt sich dein Resonanzmeter, aber nicht trödeln, sie verschwindet nach einiger Zeit. Und natürlich kann der Gegner das auch sammeln. Bitch, ich schlag dir eine. Ich glaub echt, ich werde in dem Spiel auf die Schnauze fliegen. Wer sich Energie sichert, kann das Blatt entscheidend zu seinen Gunsten wenden. Jetzt werde ich dir einige praktische Pokémon-Kämpfer-Aktionen vorstellen. Versuch mal. Wow. Links und A. Mit einem Tipper? Willst du mich flachsen? Fucking Gewaldro hat Tipper-Hitboxen. Das ist der Jump-Button. So. Damit kann ich noch Leben vom Gegner ziehen. Fuck, was ist das? Gewaldro hat Tipper. Man kann auch einfach random wählen. Ja, okay, Pokémon wechseln ist halt das Problem, dass die alle ein unterschiedliches Level haben, ne? Das heißt, wenn ich irgendwie late in der Story ein anderes nehmen würde, würde ich fett auf die Schnauze bekommen. Ja, heute werden wir nicht mehr als Tutorial schaffen. In diesem Kurs bringe ich dir zahlreiche nützliche Techniken bei. Kauerstellung. Drück in der Duellphase nach unten, um dich hinzukauern. Mit Y kannst du eine schnelle Attacke ausführen oder mit X versuchen, den Gegner auf die Matte zu schicken. Aha. X, Y oder A. Shish, was ist denn das? Yo! Der Move ballert! Drückst du das Steuerkreuz nach oben, nimmt dein Pokémon eine Fokusstellung ein. Da kannst du hohe Angriffe zurückschlagen mit Y. Mit X kannst du Tiefe parieren. Auch hier geht wieder A. Oben und Y. Aha. Ja, mit oben A treffe ich nicht. Okay, die ist weird. Aufladen von Countern. Ein Konter kann mit gedrückt halten aufgeladen werden. Dafür steigt aber auch der Schaden. Und bei einem Treffer hast du die Chance auf eine Combo. Da verlängert sich auch der Zeitraum, in dem du feindliche Angriffe kontern kannst. Okay. Angreifen will der anscheinend nicht. Oh Gott. Konter abbrechen. Du kannst während eines Konterangriffs das Steuerkreuz und R drücken, um ihn abzubrechen und einen Ausfallschritt auszuführen. Du kannst Konterangriffe also nutzen, um gegnerische Attacken abzuwehren und sie dann abbrechen. Aha. Das ist dann im Prinzip Parryen. Das ist jetzt schon eher advanced. Ja. Man hat's mir, denke ich, angesehen, komme ich noch nicht so krass mit klar, was. Bohrangriffe können nicht mit Kontern aufgehalten werden. Ein maximal aufgeladener Konterangriff wird zu einem Bohrangriff.
Ach so, auf Deutsch einfach, wenn man Konter voll auflädt, geht man durch den, durch sowas durch. Das beste Mittel gegen... Ja. Du kannst übrigens auch den Verfolgeangriff in der Feldphase in einen Bohrangriff verwandeln, wenn du den letzten Schlag auflädst. Ja, auf Deutsch einfach, welche gegen die Schilde nichts machen. Am Boden erleidet dein Pokémon keinen Schaden und es rappelt sich von alleine wieder auf. Allerdings bieten solche Momente deinem Gegner die Chance, an dich ranzukommen. Aha. Einige Attacken versuchen selbst dann Schaden, wenn sie geblockt werden. Ja. Dafür gibt's halt keinen Shield Break in dem Game. Das nennt man Verschleiß, das führt allerdings nie zu einem K.O. Oh. Es gibt immer keinen Shield Break im Game. Guck mal. Ein Shield Break. Tritt ein Deckungsbruch ein, bist du für kurze Zeit völlig wehrlos. Wie lange es bis zu deinem Deckungsbruch dauert, ist bei jedem Pokémon anders. Ja. Solange das Resonanzlimit aktiv ist, bringen Attacken dich bis zu einem gewissen Grad nicht ins Taumeln. So kannst du dich deinem Gegner zum Beispiel unbeeinflusst von dessen Schüssen nähern. Was willst du von mir, Bitch? Ja, also die Resonanzform ist halt broken. Wende dich gegen einschießenden Gegner, mal einen Verfolgerangriff an. Ja. Befindet sich dein Gegner im Limitzustand, kannst du ihn mit schweren Angriffen, also X, zum Taumeln bringen oder ihn grabben. Das war nicht mein Plan, aber... Du kannst Attacken miteinander verknüpfen, das nennt man Combo. Probieren wir mal was Einfaches. Ich hab nicht gesehen, was du gemacht hast. Aha. Oben X, oben A. Keine Sorge, wenn dir eine komplizierte Combo nicht sofort gelingt. Unterschiede zwischen Pokémon. Sicher ist dir schon aufgefallen, dass Pokémon-Kämpfer alle unterschiedlich viele KP haben, nicht? Auch die Zeit, die benötigt wird, um das Resonanzmeter aufzuladen oder die Dauer des Resonanzlimit unterscheiden sich. Aha. Krass, ne? Kampfstättenunterschiede. Es gibt viele verschiedene Kampfstätten. Sie unterscheiden sich zum Beispiel in der Form und Größe des Rings. Ja. Pokémon-Kämpfer haben alle ihre Stärken und Schwächen. Du musst deinen Kampfstil also ständig anpassen. Und dann gibt's noch Level. Mit steigender Kampferfahrung steigt das Level deines Pokémon. Ja, und damit kann man verschiedenes Zeug upgraden. Verbesserte Fertigkeiten werden dir halt helfen, ne? Du kannst sie in deine Stadt neu verteilen. Oh mein Gott, ich werde leiden. Och Gott. Ich würde aber sagen, an sich, ja, wir können jetzt noch Combo Dojo, die Spezialkurse, alles machen. Aber wir versuchen jetzt einfach mal in die Liga einzutreten. Alright, the Ferrum League is about to begin.